Morbus Crohn ist, wie Colitis ulcerosa, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Die chronische Entzündung kann in jedem Abschnitt des Verdauungstrakts, von Mund bis After, entstehen. In den meisten Fällen ist jedoch der Bereich zwischen Dünn- und Dickdarm betroffen. Der genaue Verlauf von Morbus Crohn und welche Symptome auftreten, ist individuell. In den meisten Fällen verläuft die Krankheit jedoch in Schüben. Beschwerdefreie Zeiten wechseln sich mit Phasen ab, in denen starke Symptome auftreten. Typisch sind vor allem Schmerzen im rechten Unterbau. Zudem haben Betroffene mitunter mehrmals täglich und teils über Wochen hinweg wässrigen, schleimigen Durchfall. Infolge der anhaltenden Durchfälle verlieren sie oft ungewollt Gewicht. Appetitlosigkeit ist ein weiteres Symptom des Morbus Crohn. Da der Darm aufgrund der Entzündung schlechter Nährstoffe aufnehmen kann, sind verschiedene Nährstoffmängel wie ein Vitamin-B12-Mangel möglich. Charakteristisch für Morbus Crohn sind auch Müdigkeit und Erschöpfung, die unter anderem Folge der Mangelerscheinung sein können. Bei einem akuten Schub sind die Symptome meist stark ausgeprägt. Auch Fieber und Schüttelfrost sind dann möglich. Es gibt noch viele weitere Symptome, durch die sich Morbus Crohn äußern kann. Oft ist die Krankheit mit einem starken Leidensdruck verbunden. Allerdings lassen sich die Symptome mit einer angepassten Ernährung und entsprechenden Behandlung meist gut lindern.